Guten Tag, hallo und herzlich willkommen im Train Simulator. Bringe bitte im zweiten Teil die S1 zu ihrem Zielbahnhof Telfs Pfaffenhofen. Ja, und damit noch einmal recht herzlich willkommen auf der Strecke Arlbergbahn. Wir befinden uns gerade im Bahnhof von Innsbruck und vor uns steht die Reihe 4024 der ÖBB. Wir sind selbstverständlich im Dienste der österreichischen Bundesbahnen unterwegs mit dem Talent 1 Triebwagen. In diesem Fall die Elektro-Garnitur. Und wir steigen direkt in den Führerstand des Zuges ein und rüsten die Triebzugeinheit auf. Stecken den Schlüssel in den Schlüsselschalter hinein, drehen ihn um, aktivieren somit den Führerstand, bewegen uns zum Batteriesteuerschalter, aktivieren hier die Batteriekreisläufe. So, die fahren sich jetzt hoch bis auf 120 Volt. Dann möchten wir natürlich die Spitzenlichter. Dreimal weiß vorne und zweimal rot hinten. Die SIFA bleibt im Störungsmodus. Der Störschalter bleibt eingelegt und die PZB, die möchte ich haben, die geht in den Betriebszustand. Dann wechseln wir nochmal ganz kurz an die Eingabe. Hier wählen wir bei Zugart die Nummer 1 aus. So. Und dann dürfen die Nummern so stehen bleiben. Das ist jetzt hier nicht hundertprozentig komplett oder korrekt eingestellt. Hintergrund ist hier einfach nur, dass es eine schnelle und kurze Fahrt werden wird im Regionalbahndienst, beziehungsweise, ja, Regionalbahn heißt es auch in Österreich. Dann kümmern wir uns um unsere Zugnummer. Da wählen wir einmal die 45 67 39. Nehmen das Ganze hier an mit der Enter-Taste. Dann suchen wir uns den Kanal, dann nehmen wir A1, Enter und dann einmal einloggen. Wunderbar. So, nun sind wir unterwegs als 45, 67, 39 und wir aktivieren uns auch als nächstes gleich noch die Bordsysteme. Hier oben haben wir einmal die Kameras am Zug, die sind aber in diesem Fall ja einfach nur mit Vorschaubildern ausgelegt. Draußen liegt, wie gesagt, Schnee, es ist kein Sommer. Ich glaube, sogar theoretisch ist es besser, wenn wir das Ganze eigentlich ausblenden würden, aber wir lassen das jetzt mal. So, und der Stromaufnehmer ist noch nicht gehoben. Der muss natürlich noch hoch. Erst dann können wir unseren Zug mit Strom versorgen. Der hebt sich jetzt hier hinten. Wir fahren in diesem Szenario zwei Zugteile. Und Stromaufnehmer soll natürlich oben bleiben. Und dann fliegt der Hauptschalter hinterher. Zugkraft ist noch gesperrt, weil die Federspeicherbremse angelegt ist. Diese wird selbstverständlich gelöst und die Zugbremse wird angezogen. So, die Türen auf der rechten Seite werden nun zum Einstieg freigegeben, sodass die Passagiere in den Zug rein können. So, und dann warten wir hier noch eine halbe Minute, dass die Fahrgäste zusteigen können und dann geht's pünktlich 30 aus dem Bahnhof Innsbruck los. Im Führerstand aktivieren wir uns noch die Instrumentenbeleuchtung. Wir möchten auch die Führerraumbeleuchtung. Der Fahrtrichtungswender geht in die Vorwärtsposition, weil wir nach vorne fahren möchten. Und der Zugkraftsteller ist schon in Neutralposition, das ist wunderbar. Dann sind wir soweit abfahrtsbereit. Das Zugziel wird an der Stelle hier nicht eingestellt, weil ich jetzt nicht genau weiß, auf welche Nummer das angesprochen wird. Und ja, Innsbruck ist nicht nur bekannt als schöne Stadt, nein, auch gibt es hier einen ziemlich großen Bahnhof, welcher viele Strecken miteinander verbindet. So hätten wir zum Beispiel die Unterinterbahn in Richtung Kufstein, in diese Richtung. Wir haben selbstverständlich aber auch die Brennerbahn, einmal natürlich zum Bahnhof Brenner, respektive Verona oder Bozen, hier den Berg hinauf. Hier oben sieht man nochmal die schöne Brennerautobahn. Wir haben die wunderschöne Skisprungschanze hier in Innsbruck. Dann geht es natürlich auch noch in Richtung Mittenwald, respektive Garmisch-Partenkirchen, die bekannte Mittenwaldbahn. Und über denselben Streckenabschnitt, zumindest teilweise, verläuft auch unsere Arlbergbahn, welche wir heute befahren werden. Wir schließen die Türen auf der rechten Seite. Die Trittstufen sollten sich eigentlich auch gleich einfahren. Beziehungsweise können wir das hier auch nochmal veranlassen im Triebwagen? Ich glaube nicht, das machen wir dann automatisch.
Gut, dann lösen wir die Bremse und fahren ab. Diesmal in Richtung Innsbruck Westbahnhof. Zugkraft wird aufgeschaltet. Und dann geht's raus aus dem Bahnhof. Ja, vorerst mit 40 km/h, weil die PZB nur langsame Geschwindigkeiten am Anfang zulässt. Ach nee, die ist sogar schon dauerhaft auf 85. Wunderbar. Dann geht's aus dem Gleis raus mit 60 Stundenkilometern. Können wir sogar ein bisschen schneller ausfahren. Dann nutzen wir doch direkt mal die Gelegenheit. Ja, das Einzige, was mir bei dem Zug hier nicht so richtig gefällt, ist die verminderte Bremsleistung. Der Zug bremst ziemlich schlecht. Gerade was hier die elektrische Bremse angeht, da könnte man ja kürzere Bremswege irgendwie mit ja, einprogrammieren. So, es geht einmal hier um die schöne Kurve. Und das ist jetzt mehr oder weniger der Beginn der Next arbeit Arlberg- oder auch Mittenwaldbahn. Westbahnhof. Da steht es in Fahrtrichtung links. Ja, Ausstieg in Fahrtrichtung links, Innsbruck Westbahnhof. Ja, und die schönen Ansagen sind natürlich auch im ganzen Szenario vorhanden. Grund dafür ist, dass das Szenario aus dem Zugsim-Fanpack kommt. Dazu habe ich euch auch extra nochmal unten in die Videobeschreibung einen Link hineingepackt. Wer sich also dafür interessiert, kann gerne mal der Webseite einen kleinen Besuch abstatten. So, Innsbruck Westbahnhof liegt hier vor uns. Und hier sieht man jetzt auch mal wirklich, was es heißt, wenn ein Zug schlecht bremst. Deswegen hier nicht wundern, wenn ich ja schon in Vollbremsstellung fast bin. Hier kann man wirklich auch in Schnellbremsstellung gehen, das führt keine wirkliche, oder der Zug führt keine wirkliche Schnellbremsung aus. So. Ziehen wir gleich die Luftdruckbremse ein bisschen noch an und dann öffnen wir auf der linken Seite die Türen. So, die öffnen sich und die Personen dürfen raus in den Schnee stapfen. Er war ein bisschen zu weit hinten angehalten. Aber das klappt schon. Beim nächsten Bahnhof wird es besser. Ja, hier vorne nach rechts der Abzweig auf die Mittenwaldbahn in Richtung Garmisch-Partenkirchen bzw. nach Deutschland geht's dort. Und die Arlbergbahn, die führt hier weiter geradeaus, wo auch gerade der andere Alpenstaubsauger her angekrochen kommt. In dem Fall eine Doppeltraktion. Und da hängen, ich glaube, Schüttgutwagen hinten dran. Genaueres werden wir dann noch sehen. So, die Türen können geschlossen werden. Die Bremsen werden alle gelöst. Die Bremsen sind gelöst. Und dann geht's los. In Richtung, ich glaube, Völs. Völs steht hier dran. In 70 darf gefahren werden. Ja, also hier in Innsbruck Westbahnhof, da stehen im Normalfall eigentlich auch viel mehr Lokomotiven. Aber es ist schon mal sehr schön, dass wir hier eine Doppeltraktion der L44er haben. Marquis AG. Und die Zugschlusstafeln hinten dran. Einwandfrei. So, 90 sind zugelassen. Dann wollen wir mal Vollgas geben und beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit des Zuges ist hier auch nochmal rot eingezeichnet. In dem Fall 140 km pro Stunde. So, bei 90 ist erstmal ganz kurz Schluss und dann geht es hoch auf 110. Später sogar auf 130. Huch.
angebraust. Unser Talent. Oh. Elektrischer Schutzstreckenabschnitt. Hauptschalter raus. Und hier vorne ist dann der kurze stromlose Abschnitt. Und hier hinter darf dann wieder der Strom eingeschaltet werden. Natürlich muss man auch hier darauf achten, dass man mit beiden Triebwagen aus dem stromlosen Abschnitt raus ist. Und der Bahnhof Volz kommt in 2 Kilometern. Ja, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wie gut dieser Triebwagen jetzt bei so hohen Geschwindigkeiten bremsen wird, werden wir schon etwas eher bremsen. Hier, wie gesagt, nicht wundern, ich ziehe den Bremshebel wirklich ganz durch. Es ist in dem Fall auch keine Schnellbremsung, die der Zug ausführt. Das ist ein bisschen, naja, ungünstig umgesetzt worden im Train Simulator. Keine Vollbremsung. Nächster Halt, Fels. Da befindet sich in Fahrtrichtung links. Alles klar. Ja, also man hat es gerade wirklich gesehen. Der Zug bremst ziemlich schlecht. Wir müssen da ein bisschen Acht geben, aber wir haben jetzt erstmal die Bremsleistung des Zuges so ein bisschen, ja, ich sag mal, ausgetestet. Beziehungsweise konnten feststellen, wie gut der Zug wirklich bremst. Oder wie schlecht in dem Fall. Und ja, im weiteren Fahrtverlauf sind wir dann auf jeden Fall besser darauf vorbereitet. Es könnte dadurch heute dazu kommen, dass wir das ein oder andere Mal die Notbremse ziehen müssen, beziehungsweise eine Schnellbremsung einleiten müssen, damit der Zug überhaupt eine, ich sag mal, ordentliche Bremskraft hat. Wieso löst er jetzt auf einmal... Der löst dann auch sofort eine Schnellbremsung aus, wenn man... Ja, hier mal ein bisschen, sag ich jetzt mal, an der Luftdruckbremse rumspielt. So, Türen links. So. Gehen noch auf. Wunderbar. Völz Gleis 3. Das ist wirklich ein bisschen sehr ungünstig. So, Planabfahrt ist dann sicherlich 40 gewesen für diesen Bahnhof. Wir schließen schon mal die Türen. Schließlich wollen wir ja weiter. Auf 130 darf wieder beschleunigt werden und unser nächster Halt ist dann Kematen in Tirol. Wir halten heute an in Kematen in Tirol, in Zürl, in Inzing, in Hatting sowie Flauring. Weiter geht es mit Oberhofen und Telfs Pfaffenhofen. Guten Tag, Herr Kollege. So, die Ausfahrtssignale oder das Ausfahrtssignal zeigt grün. Mit 140 werden wir auf die Strecke entlassen. Wir dürfen der Faszination Bahn freien Lauf lassen. Auf 150 sogar theoretisch. Aber bei 140 ist der Schlussstrich gezogen, was die Geschwindigkeiten angeht. Mehr darf es heute nicht sein. Nächster Halt, Kematen in Tirol. Der Stieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Alles klar. Herrlicher Zug. Wenn er noch besser bremsen würde, würde er sich, glaube ich, bei mir noch mehr beliebt machen. Nicht wundern, wie gesagt. So.
Hä? Wieso? Da leuchtet das falsche Licht, kann das sein? Ach nein, das ist hinten. Okay. Da hab ich selbst ganz kurz versehentlich eine falsche Schalter gedrückt. So. Boah, wir bremsen jetzt hier seit circa, ich glaube, 1,5 Kilometern, oder? Kann das sein? So, mit 60 an den Bahnsteig ranfahren. Dann hier bereit machen auf Abbremsung. Oder beziehungsweise dann Maximalbeschleunigung auf 130. Mal schauen, ob wir den Zug wirklich jetzt passend im Bahnhof stehen, also zum Stehen bekommen. Also ganz ehrlich, für den Zug muss irgendwie eine Art Update her. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon eins draußen, ich habe es noch nicht installiert. Ist natürlich auch möglich. So. Türchen öffnen. Und zwar auf der rechten Seite. ÖBB 4024, Triebzug Nummer 17-2. Steht nochmal groß am Bahnhof dran, der Name. Kematen in Tirol. Parkplätze direkt vorm Bahnhof. Und hier sieht man die herrlichen Felsmassive der Alpen. Das ist unglaublich. Hier hinten müsste die Autobahn lang führen. Ja, man sieht sie gerade so. Komplett eingeschneit. Bin ich selbst schon drüber gefahren. Hier vorne gibt es dann eine Abfahrt. Dort müsste auch ein großer Kreisverkehr sein. Ja, hier unten genau. Gut, wir wollen aber uns nicht so viel mit der Straße beschäftigen, mehr mit der Schiene, denn hier findet der eigentliche Spaß statt. Los geht's. Ein unglaublich herrliches Bild. Ja, nochmal schön an die 130 denken. Und dann halten wir in Zirl. Ich glaube, wir haben jetzt auch den Vorteil, es geht Steigung. Ja, es geht die Steigung hinauf. So, der eigentliche Bahnhof Zirl in ca. 2 Kilometern. Und noch ist alles gut. Leistung können wir schon mal ausnehmen. Ich weiß noch nicht, ich glaube, das Führerscheinlicht ist echt ein bisschen hell, oder? Ja, aber das andere ist unangenehm. Belassen wir es dabei. So, 1 Kilometer haben wir noch zum Bremsen. Also wir die Bremse voll einlegen. Ich versuche jetzt mal hier mit der F4-Ansicht. Da steht es. Ein bisschen besser zu bremsen und ich weiß jetzt nicht, wieso der Ansager nicht mehr den Bahnhof ansagen möchte. Ja, der Ausstieg heute in Fahrtrichtung links und wir halten an auf Gleis 2. Sieht nach Gleis 2 aus. Ist es auch. Ja, auf der Arlbergbahn bin ich nicht so hundertprozentig streckenkundig. Dort kommt uns aber schon ein anderer ÖBB-Triebwagen entgegen.
Das sind zwar die etwas älteren, aber die sehen auch schön aus. Die waren, glaube ich, hauptsächlich im S-Bahn-Dienst im Einsatz. Das sind die 6020er. Ah, in dem Fall von Railworks Austria. So, das muss jetzt mal sein. Es ist echt sehr unschön, mit dem Zug abzubremsen. Also ich glaube, jeder, der das Fahrzeug mal selbst gefahren ist, der kann nachvollziehen, was ich meine. So, wieso sich jetzt hier die Tür nicht öffnen wollen, weiß ich auch nicht. Ist doch links. Eieiei. Das ist mal wieder Train Simulator typisch. Tür nochmal verriegeln. Kleines Stückchen vorfahren. Dann neuer Versuch. Jetzt gehen die Türen noch auf. Ja, das liegt auch am Train Simulator. Nicht an der Strecke, auch nicht am Zug. Das liegt wirklich am Train Simulator. Der macht an manchen Stellen eben einfach Probleme und zickt gerne mal rum. So, die Züge sind selbstverständlich verbunden durch eine Scharfenbergkupplung. Mit so einer Scharfenbergkupplung sind eigentlich alle Talentzüge ausgerüstet. Der Zug selbst hat die Möglichkeit oder die Zulassung für Deutschland und Österreich. Er ist also problemlos auf der Mittenwaldbahn unter anderem einsetzbar und ja, könnte theoretisch in ganz Deutschland fahren. So, die Richtung oder die Strecke in Richtung Arlberg führt ja auch letzten Endes nach Bludenz. Und Bludenz ist ja bekanntlicherweise auf deutschem Boden. Deswegen ist es auch hier möglich, mit dem Zug nach Deutschland reinzufahren. Und wir dürfen jetzt auch wieder schön die Türen schließen und abfahren. Genau. Immer wenn dieser blaue Leuchtmelder hier angeht, dann sind die Türen wirklich geschlossen. Und zur Sichtprüfung sollte man auch einfach nochmal den Kopf aus dem Fenster rausstrecken und nachschauen, ob das auch wirklich der Fall ist. Aber im Train Simulator kann ich mir das eigentlich sparen. Da gehen die Türen so oder so immer zu. 1144062, der nächste Alpenstaubsauger, in dem Fall hinten dran mit viel Holz. Nächster Halt, Inzing, an Gleis 2. In ca. 1,6 Kilometern. Nächster Halt, Inzing auf Inzing. Da steht das Fahrtrichtung rechts. Ist auch sehr interessant, hier wird 1,2 Kilometer angezeigt und auf der linken Seite 1,3. Das läuft nicht parallel. Ja, ich muss es wieder sagen, nicht wundern. Einmal Vollbremsstellung. Oder Schnellbremsstellung. Vollbremsung, normal bremsen bitte. So, Bahnhof Inzing. Nicht Inzest, nein, Inzing. So, dann kommen wir zum Stehen. Geben die Türen auf der rechten Seite frei. Öffnen die Türen und lassen die Fahrgäste rein und raus. Ja, was mir auch aufgefallen ist, das werde ich euch aber am Ende zeigen, was bei der Triebwagenversion hier auch nicht so richtig klappt, ist die Sache mit dem Sonnenrollo.
Jedenfalls ging es mir so, als ich das vor einigen Minuten ausgetestet hatte, ob ich das runterziehen könnte und wieder hochschieben, dass von diesem Funktionsumfang nur 50% möglich sind, nämlich nur das Runterziehen. Das Hochschieben, das geht nicht. Ich bin schon froh, dass ich das zufällig am Anfang ausgetestet habe und nicht während der Fahrt. Ansonsten hätte ich das Rollo gleich unten lassen können. Beziehungsweise den Kopf während der Fahrt wie so ein Hund aus dem Fenster strecken können. So, dass mir die Luft die ganze Zeit ins Gesicht peitscht. Der Gegenzug. So, und wir fahren weiter. Nochmal kurz gehupt und dann geht's weiter in Richtung Hattingen, genau. So, wir haben noch 1,3 Kilometer, also könnten wir theoretisch schon wieder anfangen mit Bremsen. Also es ist wirklich abnormal in dem Fahrzeug, wie lang die Bremswege sind. Hier drüben haben wir nochmal die Zug- und Bremskraftanzeige im Grundbild. Da, Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Ja, Hattingen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Bahnsteigsanfang ist schon zu sehen. Ah, ich bin schon wieder an Sicht dran gekommen. So. Also ich finde, RSSLO hat die Strecke sehr schön umgesetzt. Der Zug von der Optik her auch. Aber was die Bremskräfte angeht, da muss aus meiner Sicht wirklich nochmal nachgelegt werden. Das ist noch nicht okay. Türen auf der rechten Seite öffnen. Und rein mit euch. Und genau das machen wir auch mal. Wir schauen uns nämlich mal im Triebwagen um. Hinten im Fahrgastbereich. Typisch blaue Sitzbepolsterung. Armlehnen aus Holz. Gepäckablagen sind auch wieder da. Ja, hier innen hat man aber noch diese Übergänge mit animiert. Sehr schön gemacht. Ja, es ist eine ziemliche Klonkriegerarmee, die hier drin sitzt. Ne, also wenn man hier durchgeht, die Dame haben wir jetzt hier schon 3 oder 4 Mal gesehen. Und den Herrn, der hier auch aufzufinden ist, den gibt es auch etwas öfters. Die Dame hier auch gleich 2 Mal. Hier nochmal ein anderer her. Na gut, die Klonkrieger-Invasion. Alle Star Wars-Fans, die wissen, von was die Rede ist. Es fehlt quasi nur noch ein Helm. Der bräuchte nur noch so einen. Ich weiß nicht. Die Klonkrieger, was haben die denn eigentlich auf? Die haben ja diese weißen Helme, glaube ich, auf, ne? Ich glaube, es unterscheidet sich aber auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht so mein Filmgenre. Ich gucke lieber BahnTV. Nee, das wird ein bisschen schwierig. Nee, aber grundsätzlich gestalte ich mein Fernsehprogramm immer am liebsten selbst. Und das seht ihr jeden dritten Tag um 14 Uhr. Wenn ihr denn einschaltet.
finde es auch immer echt klasse, wie sich in den Kommentaren darum gebettelt wird, wer denn den ersten Kommentar abgibt, beziehungsweise den ersten Daumen nach oben geben darf. Da ist mittlerweile schon ein richtiger Wettbewerb da draußen entstanden. Fand ich echt klasse. Ja, und wenn auch du der Meinung bist, dass dir die Videos gefallen, beziehungsweise dass du mehr hier aus Österreich sehen möchtest, dann gib natürlich einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. So, wir dürfen hier wieder ein bisschen mit der Luftdruckbremse rumspielen, beziehungsweise Zwangsbremsung. Lauer links. Da, ja. Fahrtrichtung. Rechts. Na, der löst fast, jedes Mal wirklich fast eine Zwangsbremsung aus. Oder halt eine Notbremsung. ÖBB Railjet im ORF-Design. Uah, wir sind zu schnell, wir sind zu schnell. So. Dann auf der rechten Seite die Türen freigeben und die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. In welcher Ortschaft sind wir denn jetzt? Flauerling. Ich hoffe, dass es richtig ausgesprochen ist. Flauerling. Ja, ein dreigleisiger Bahnhof. Wieso sind eigentlich in Österreich so viele Bahnsteige angeschrägt? Ich meine, liegt das jetzt an der Strecke oder hat das irgendeinen Grund, dass man die ja speziell anschrägt? Damit das Wasser irgendwie leichter abläuft, kann das sein? Oder dass es mit Schneeschieben leichter ist? Oder für Niederflurfahrzeuge? Das ist noch das Einzige, was mir so einfällt. So, der Leuchtmelder leuchtet blau, die Türen sind geschlossen und es geht weiter. Ja, betreiben wollen wir es auch nicht mit der Zugkraft. Ach gut, okay, ist in 4 Minuten. Ich wollte schon sagen, wenn das hier eine Prozentanzeige wäre, dann sollte er ja bei 100 Schluss sein. Eine Prozentanzeige bis 150, na gut, das ist dann wahrscheinlich nochmal extra der Boost-Knopf. Mit Nitro-Einspritzung, Lachgas hinterher, und dann wird der Zug noch schneller. Nee, dann wird es aber im Zug noch lustiger. Oberhofen kommt dann in 3,2 Kilometern. Mit anderen Worten, in 1,7 Kilometern anfangen mit Bremsen. Und dann Telfs Pfaffenhofen in, ja, jetzt noch 4 Kilometern. Das ist immer wie so, also wenn man sich die Geschwindigkeitskurve anguckt, ja, wie so eine Seitenansicht von dem Berg. Es geht hoch und runter, hoch und runter. De facto können wir jetzt hier schon mal die Zugkraft weglassen, leichte Bremskraft hinzufügen. Oh, und da fahren wir sogar Halt erwarten. Ich glaube, das Signal hat gerade umgeschalten auf Langsamfahrt. Jo. Dann die Wachsamkeitstaste nicht vergessen. Wachsam. Ja, 60 sind zugelassen. Und dann geht's hier in den Ort rein. In diesem Fall Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich weiß nicht, kam da jetzt gerade eigentlich eine Ansage? Oder habe ich die nur überhört? Wir sind ja sowieso irgendwie ein bisschen leiser geworden. Gegen Ende. Und dann anhalten.
und zum Stillstand kommen. Wunderbar. Wir öffnen die Türen wieder. Und das auf der rechten Seite. Na, die möchten wohl nicht aufgehen. Heute keine Lust oder wie? Jetzt. Und ich sehe auch gerade, die Trittstufen sind wirklich die ganze Zeit ausgefahren. Na, wenn da mal eine Bahnsteigkante zu weit rausragt, dann macht's Klatsch. Oberhofen I.L. Für was könnte das jetzt stehen? I vielleicht irgendwie in und L? Keine Ahnung. In luftiger Höhe. Oberhofen in luftiger Höhe. Sicherlich. Nee, wer es weiß, der schreibt es in die Kommentare. Und da freue ich mich sehr drüber. So, Bremse ist gelöst. Die ebenfalls Türen zu. Und dann geht's weiter. Türen sind geschlossen. Habe ich schon gesehen. Aber der Knopf oder der Leuchtmelder, der braucht ein bisschen länger. Wir beachten 1000 Hertz Beeinflussung. Wechselblinken der 85er und 70er Leuchtmelder. Also ein bisschen langsamer aus dem Bahnhof ausfahren. Und dann heißt es hier vorne, halt erwarten am nächsten Hauptsignal. Und die Weiterfahrt ist dann mit 60 km pro Stunde gestattet. Wollte ich gerade sagen, wir überholen die Autos. Aber das ist nicht der Fall. Ah ja, wir können auch mal schnell auf 60 beschleunigen. Bevor wir dann sowieso abbremsen müssen. Nächster Halt, Pfaffenhofen. Da stieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen, da wir zum Quartier endet. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Reise mit der ÖBB, wünschen Ihnen einen angenehmen Tag sowie eine angenehme Weiterreise. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auf die Lautsprecherdurchsage sowie an die schriftlichen Aushänge an den jeweiligen Bahnsteigen. Nächster Halt, Telf, Pfaffenhofen, da stieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, letzten Meter. Wow. Bis an den Breibock möchte man schon noch ran. Oder zumindest in die unmittelbare Nähe. Wobei, nein, jeder Gang macht schlank. Die Person soll noch ein bisschen laufen. So. Und das war's für heute. Wem die Fahrt gefallen hat, der gibt, wie gesagt, bitte einen Daumen nach oben und ja, abonniert doch gerne den Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Fahrten mit euch und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.